Treffen ist halt immer das Problem. Das Treffen ist das große Problem. Okay, oh, da raged er schon. Wuhu, da habe ich ihn in den Rage-Mode versetzt. Ja, komm her, genau, rage, genau, raste aus. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Ich sitze hier gerade auf meiner Power Wyvern, die wir in der letzten Folge am Ende noch evolviert haben. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, zum einen, was dieses Tier so drauf hat. Zum anderen bin ich drauf gespannt, ob wir sie leveln können. Und dann bin ich auch noch drauf gespannt, ob wir damit cool Bots-Fights machen können. Botsfights. Habe ich gerade Botsfights gesagt? Ich habe da Botsfights gesagt. Meine Güte, ich habe wieder einen Sprachfehler heute. Wer hätte es gedacht? Okay, wir fliegen direkt ins Abenteuer hinein. Wir stürzen uns ins Abenteuer. Und dann, meine lieben Freunde. Hier, was ist denn das hier? Hier habe ich doch irgendwas leuchten sehen gerade zwischen den Bäumen. Seit wann ist denn hier ein Pitikus? Zauber, Zauber, Pitikus. Wow! Das ist ja ein gelber Blitz. Holy Macaroni! Moment. Ah, okay, man kann mit der Wyvern irgendwie nicht mehr in der Luft stehen, merke ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig so. Kann die aber landen kann sie noch, oder? Ja, das kann sie noch. Ich würde gern mal den Affen... Ah ja, 3500 Damage pro Hit. Ist gar nicht so schlecht, oder? Ich versuche es jetzt mal. Ich versuche mal jetzt den Affen zu hitten. Aua. Nicht du sollst mich hitten, Affe. Ich will dich hitten. Kann das sein, dass die ganz schnell hintereinander 3500 Damage macht? Ich glaube schon, oder? So an sich scheint das so zu sein. Und der Affe brennt auch. Man ist halt nur ein bisschen... Also man kann halt nicht stoppen irgendwie in der Luft. Das konnte man mit der Prime Wyvern, konnte man das. Mit der Power Wyvern kann man das irgendwie nicht... Das macht es irgendwie ein bisschen schwierig. So an und für sich. Warte mal, jetzt will ich mal gucken, wie viel Leben hat denn der Affe eigentlich? Boah, der ist fast tot, nicht schlecht. Guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Das ist mal eine Elektrotherapie hier. Mit gelbem Strahl. Gelbe Strahlen sind ja eigentlich immer so ein bisschen, da muss man sich immer eigentlich fern von halten, so ein bisschen. Also gerade die gelben Strahlen, die eher so untenrum rauskommen. Jawohl, Small XP Potion habe ich gekriegt. Nicht schlecht. Und natürlich auch ein bisschen XP an sich. So. Können wir wieder hier Midi Damage geben. Das haut dann ordentlich rein. Aber das ging jetzt eigentlich relativ fix, oder? Dass wir jetzt den Affen hier platt gemacht haben. Das ging recht flott. So, jetzt möchte ich das gerne noch bei dem Kano mal probieren. Ja, okay, der macht natürlich seinen Butterschaden. Das Problem ist hier, wie gesagt, wirklich, man muss sich erstmal ausrichten auf das Tier. Das ist gar nicht so einfach, also auf das Ziel. Aber man kann... Kann ich den Kano im Abstand halten? Nee, irgendwie ja nicht so richtig, ne? Wenn ich beiße? Wenn ich beiße, mache ich immerhin 54.000 Damage. Also das ist gar nicht schlecht. Das haut ordentlich rein. Dafür hat sie halt nicht so viel Leben, ne? Ich überlege, ob es vielleicht, nachdem wir das jetzt hier auf 1000% Mini-Damage gebracht haben, vielleicht doch sinnvoller ist, noch ein bisschen mehr Leben zu skillen. 15 Millionen ist okay. Ist immerhin besser als die Rexe, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Aber natürlich auch nicht optimal, ne? Also geht auf jeden Fall sehr schnell runter. Wir haben es ja gerade beim Kano gesehen, wenn er an mich ranfliegt und da mal einen Biss setzt, dann kann das schon ganz schön wehtun. Dafür kann man natürlich auch jederzeit wegfliegen. Also man kann einfach sagen, tschüss ihr Trottel, und dann fliegt man einfach weg. Und dann hat man erstmal keine Sorgen mehr. Das ist beim Bossfight auch gar nicht so unpraktisch, wenn ich das mal sagen darf. Das ist beim Bossfight sogar mehr als praktisch. So, jetzt muss ich mal gucken, wo zur Hölle ist denn jetzt hier mal noch irgendwie was Großes, was wir mal schnell plätten können. Keine Ahnung, irgendein Prime-Tier oder so.
Hotel Ragnarok ist da hinten. Warte mal, haben sich die Skins, die... Nee, ich wollte gerade sagen. Haben sich die Texturen zurückgesetzt? Nee, ist alles gut. Alles gut. Nichts ist passiert. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt will ich mal gucken hier. Wo sind denn hier mal irgendwie Prime-Tier? Hier ist ein Rex. Der steht hier schon die ganze Zeit irgendwie rum. Irgendwie, wenn ich S drücke, jetzt checke ich das, wenn ich S drücke, dann fliegt sie nach vorne, die Wyvern. Dann bremst die nicht. Das hat mich gerade auch schon so irritiert, dass ich da weitergeflogen bin. Okay, dann muss ich einfach versuchen, dann so rüber zu gleiten und dann nichts mehr zu drücken. Dann müsste ich es hinkriegen. Muss ich natürlich nur noch zielen. Genau so. Wunderbar. Wir sehen, wenn die Zahl da unten so, wenn der Schatten um die Zahl rum so ein bisschen größer wird, dann treffe ich ordentlich. Dann läuft das. Nicht schlecht. Alter, das sind fast 4000 Damage, ne, pro Hit. Das sind bestimmt, wenn man da so alle von diesen Strahlenhits reinbekommt, also wenn man gut trifft, sind das bestimmt auch so 30.000, wenn nicht sogar mehr. Man müsste jetzt halt wissen, wie oft man da hittet. Ich meine, wir können ja mal gucken, wir können ja mal durchs Fernglas gucken. Also, der Rex hat jetzt 129.000. Wenn ich jetzt die Attacke mache, hat er danach noch... Okay, das macht fast 100.000 Damage. Alter Verwalter, nicht schlecht. Das kann sich doch mal sehen lassen hier. Das ist echt der Hammer. Wenn wir das jetzt noch weiter skillen auf 1000%, dann haben wir hier eine Mega-Attacke vor dem Herrn. Oh, ein Alpha-Jutyranus. Das ist doch ein Alpha-Jutyranus. Alpha-Jutyranus, er ist fast tot. Wisst ihr was? Wir erlösen ihn einfach von seinen Leiden. Huch. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich ihn treffe dabei. Stirb einfach, komm. Jawohl! Oh, Medium XP Potion. Da freut man sich doch drüber. Jawohl! Kleiner ein Level gekriegt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch genug Level übrig habe dann, um nochmal Leben zu skillen. Ich glaube, wenn ich 1000% erreicht habe an Mini-Damage, ist schon mit Lebensskillen vorbei. Sollen wir mal den Giga versuchen hier? Können ja mal gucken, wie viel Leben hat denn der? Wenn ich pro super gelandeter Attacke 100.000 Damage mache, ja, dann brauche ich ja nur 3, 4 gute Attacken, um den Giga hier Platz zu machen eigentlich. Müssen wir noch mal gucken, dass ich mich so ausgerichtet kriege, dass ich ihn auch treffe. Das Treffen ist halt immer das Problem. Das Treffen ist das große Problem. Okay, oh, da raged er schon. Wuhu, da habe ich ihn in den Rage-Mode versetzt. Ah, komm her, genau, rage, genau, raste aus. Ah, das ist... Dass ich nicht rückwärts fliegen kann, ist sehr nervig. Ich drücke mal S, weil ich rückwärts fliegen will, wenn ich so neben ihm bin. Und dann fällt mir ein, ups, Moment mal, das geht ja gar nicht. Au, 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 au. Ah, der macht gar nicht so viel Schaden, Mensch. Oh, hier ist der Prime Yuty, genau, den will ich ja nicht töten, ne? Den will ich ja nicht kriegen hier. Aber ich kann versuchen, den Giga zu töten. Ich meine, wenn ich zweimal zubeise mit der, Power Wyvern, dann kriege ich auch 100.000 Damage rein, weil der macht ja pro Biss 58.000 Damage. Ja, und da haben wir den Giga auch schon getötet. Überhaupt kein Problem. Haben wir einen XP Potion gekriegt, zufällig? Huge XP Potion, jawoll. Kann ich mal schlucken hier. So, 1000% und... Jetzt skillen wir noch Leben ab jetzt, würde ich sagen. Können wir noch? Können wir noch? Geht noch? Ja, geht noch. Geht noch easy hier. 1000% Mini-Damage. Nicht schlecht. 1000%! Und wie viel Schaden machen wir jetzt? Kann ja mal hier... Oh, noch ein Giga. Können wir ja mal gleich mal gucken. Okay, 40. Dann machen wir jetzt bestimmt 150.000... Schaden, wenn wir so eine Attacke, so eine Blitzattacke hier richtig reingedrückt kriegen. Ja, der Giga raged schon. Schon Instant Rage wieder.
70.000 Damage macht der mit einem Biss. Da hat er natürlich ordentlich zu kauen an unseren 15 Millionen Leben, die wir jetzt schon haben. Wenn ich jetzt zubeiße, wie viel Damage mache ich? 60.000, nicht schlecht. Das ist mehr als meine Rexe machen, oder? Meine Rexe machen nicht so viel. Einziges Problem ist, wie gesagt, sich so auszurichten, dass man das Ziel auch erwischt. Oh, mit einem Biss den Giga in Rage-Modus versetzt. Nicht schlecht. ich bin so ein kleiner Troll hier, der in der Luft rumfliegt und dir in den Rücken beißt. Und das bringt dich in Rage. Und da ist er tot. Was, ich habe eine Tylakoleo-Hakenklaue bekommen? Weil ich den Giga getötet habe? Tatsache. LOL. Okay, Large XP Potion. Geben wir mal gleich dem Giga, der Wyvern. Okay, hätte ich mir sparen können. Die ist jetzt nämlich schon komplett ausgelevelt. 16 Millionen Leben hat die jetzt. Nicht schlecht. Sie ist fertig gelevelt. Das heißt, die ist jetzt ready for the boss. Eigentlich. Also kann man machen. Jetzt könnte man natürlich noch irgendwie einen verbesserten Sattel gebrauchen für die. Aber da müsste ich jetzt nicht, da müssen wir, glaube ich, sehr lange und sehr oft Bosse töten, bis wir mal so einen Sattel bekommen. Das ist, glaube ich, mehr Glückssache. Das können wir nicht so richtig beeinflussen. Das ist nämlich der Vorteil bei meinen Rexen. Da haben nämlich die Rexe schon verbesserte Sättel, die ich mal von Bossen bekommen habe, von Eternal-Bossen. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, weil man da natürlich weniger Damage kassiert. So unterm Strich. So, dann lohnt sich das jetzt gar nicht mehr, hier noch irgendwas zu töten. Wir könnten jetzt wirklich noch mal ein paar Bosse töten, dass wir noch ein bisschen mehr Tokens noch bekommen. Also Moment mal, ich konnte jetzt diese Wyvern zu einer Power-Wyvern evolvieren. Jetzt wäre natürlich mal eine interessante Frage, welche Tiere könnte ich denn noch evolvieren? Mein Giga ja nicht, da war ja keine Option im Inventar drin. Also zumindest nicht aus sich selbst heraus kann ich ihn nicht evolvieren. Vielleicht dann irgendwann am Boss-Summoner irgendwann. Vielleicht geht das dann. Aber so aus sich selbst heraus geht das ja nicht. Aber die Rexe kann ich ja auch nicht zu Power-Rexen machen. Wäre jetzt halt mal die interessante Frage. Oh, noch ein New-Tyrannus, ein Prime-New-Tyrannus. Wäre jetzt mal halt die interessante Frage, wie viele Tiere kann ich überhaupt evolvieren? Jetzt will ich aber auch gerne mal gucken, wie viel Schaden die jetzt macht. Die ist jetzt voll ausgelevelt. Jetzt müssen wir mal irgendwie, einen Dodorex oder so auftreiben, an dem ich das mal ausprobieren kann. Wie schnell ich jetzt einen Dodorex platt kriege. Der ist immer so ein guter Richtwert. Da kann ich mich ganz gut dran orientieren. Weil wir haben ja gerade gesehen, mit der normalen Prime Wyvern hat das ein bisschen gedauert, bis so ein Dodorex platt ist. Das ist ein normaler Rex. Da ist ein Dodorex. Bin mal gespannt. Komm mal her, du Sack. Ah, der ist so schnell immer. Das ist ein bisschen nervig. Ich komme natürlich auch nicht an ihn ran gerade. Okay. Am Ende töte ich nur den Rex, aber nicht den Dodo-Rex. Oh, dieser Wendekreis, ey. Das ist echt, das ist das Nervigste. Das ist das Nervigste an diesem Tier. So geil das auch ist mit dem Damage, aber ah, dieser Wendekreis macht mich fertig. Ich kann auch nicht, dass ich nicht rückwärts fliegen kann, macht mich auch so fertig. Das macht mich verrückt. Wieso kann ich nicht rückwärts fliegen mit dem Tier? Okay, so klappt es. Jetzt kann er irgendwie nicht nach... Hä, wieso guckt jetzt die Wyvern nicht in die Richtung, wo sie hinschießen soll? Jetzt kann ich plötzlich rückwärts fliegen, komisch. Wenn ich vorwärts fliege, kann ich nicht rückwärts fliegen. Okay, ja, das ist gut. Jetzt kann ich wieder nur... Hä? Es ist echt so seltsam irgendwie. Die Steuerung ist irgendwie komisch. Die Steuerung verstehe ich nicht. Von der Wyvern. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, jetzt fliege ich wieder vorwärts. Hä? Hä? Warum? Das wird beim Bossfight, glaube ich, dann auch ziemlich nervig. Gut, aber ist auch abhängig vom Boss. So, immer schön rein hier mit dem Damage. 4000. Warte mal, jetzt will ich mal gucken, wie viel hat er noch?
gerade kurz gesehen. Ah, der hat noch ganz schön. Wisst ihr was, wir probieren das jetzt mal mit einem Beißangriff. Ich lasse ihn jetzt mal auf mich zukommen. Das ist, glaube ich, einfacher. Ich lasse die mal jetzt hier alle auf mich zukommen. Alter, wie die Mantis auf mich draufsteigt direkt. So, Prime Rex hier ist tot, oder Alpha Rex. Prime Mantis ist tot. Stirb Rex. Okay, man muss schon noch ein bisschen aufpassen. Elemental Poison Rex ist tot. Na gut, das waren jetzt auch mehrere Tiere, die auf mich eingestürmt sind. Es geht aber noch. Also wir sehen ja, der Dodorex schafft es jetzt nicht, mich in Bedrängnis zu bringen. Und das ist eigentlich schon ein guter Indikator dafür, dass beim Bossfight eigentlich auch nichts schief gehen dürfte, normalerweise. So, jetzt probiere ich das nochmal. Jetzt gehe ich mal auf den los. Genau. Wir massieren ihn erstmal mit unserem Strahl. Er kann mich irgendwie gerade nicht treffen, ist auch geil. Jetzt kann er mich treffen. So, jetzt beißen wir mal. 60.000, 60.000, immer schön 60.000, jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Bin mal gespannt, ob ich ihn platt kriege. Natürlich auch immer schön aufpassen hier, dass ich jetzt nicht sterbe bei der Aktion. Wie hast du denn noch, ey? Was bist du denn für ein Monster? Ach, der Feuerrex ist tot. Gott, ich dachte gerade, es wäre der Dodorex. So, Regen Potion reinknallen. Machen wir mal lieber hier wieder mit der Attacke. Bringt, glaube ich, mehr. Jawohl, da ist er tot. Okay, also ich glaube, wenn ich angreife, sollte ich immer diese Strahlenattacke nehmen. Das scheint die sinnvollere Attacke zu sein. Da muss ich halt gucken, dass ich den Boss irgendwie irgendwo nach oben lotse und dann immer schön mit der Strahlattacke reinschieße. Das könnte funktionieren. Könnte auch ganz gut funktionieren. So, jetzt läuft natürlich der Timer noch ab für den Potion. Kann ich die jetzt eigentlich noch weiter evolvieren? Nee, ne? Das ist jetzt schon die maximale Ausbaustufe sozusagen. Glaube ich jetzt mal. Hm. Jetzt habe ich noch ganz viele XP-Potions. Brauche ich selber eigentlich noch XP? Oder bin ich auch schon voll ausgelevelt? Ich glaube, ich brauche noch XP. Wisst ihr was? Nee, irgendwie geht das nicht weiter. Komisch. Egal, dann gebe ich das dem nächstbesten Tier. Am besten dem Poison-Drachen. Der braucht ja, glaube ich, noch Level. Jetzt will ich mal gerade gucken. Ich brauche noch Tokens. Da ist nochmal ein Dodorex. Aus der Luft ist es halt am besten eigentlich, ne, den anzugreifen. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur man kann sich halt in der Luft mit dieser Wyvern nicht drehen. Das ist halt das ganz große Problem an der Sache. Und der Strahl reicht jetzt auch nicht so weit. Dann kann man das auch immer so schlecht nachkorrigieren, wo man hinschießt. Ist nicht so einfach. So ist das gar nicht schlecht, ja. Jetzt haut er auch immer ab. Aber der Boss ist ja zum Glück nicht so, dass er sich die ganze Zeit ablenken lässt. Bei einem Boss ist es ja so, der bleibt ja eigentlich immer ruhig, solange er nicht die Akku auf einen selbst hat. Oh, Moment, da ist ein Manticore. Das könnte man natürlich mal probieren. Genau, komm mal her. Boah, der ist aber nervig, ey, weil er die ganze Zeit immer nach hinten geht und das ist gar nicht so gut eigentlich. Oh, scheiße, warte mal, ich muss aufpassen. Ich habe voll wenig Leben gerade. Ah, flieg mal weg. Ah, nein. Warum? Warum fliegst du nicht? Oh Gott. Holy Macaroni. Ja, das ist mit dem Wendekreis von dem... von der Wyvern hier und der wenigen schlechten Manövrierfähigkeit und dann noch der Tatsache, dass der Manticore immer hinter mich fliegt, ist das nicht so einfach. Ihr seht es schon, ich habe gerade echte Trefferprobleme hier. Dann ist der auch noch so schnell, ey. Ich halt nicht rückwärts fliegen kann. Okay, so geht's.
mal, jetzt, wenn ich jetzt die Attacke mache und nach oben gucke. Ich kann nicht so weit nach oben gucken. Aber er macht dafür nicht so viel Schaden. Guck mal, er macht nur 60... Ne, 30.000 macht er, 60.000 mache ich. Können wir ja mal kurz gucken, wie das läuft. Wie er sich auf den Kopf stellt. Nein, jetzt kann ich ihn wieder nicht hitten, oder? Doch. Ich produziere noch grüne Zahlen. Er schiebt mich weg, das Schweinchen. Du kleines, mieses Schweinchen. Hörst du mal auf, mich wegzuschieben? So, jetzt treffe ich ihn wieder. Da ist er tot. Jawoll. Sauber. Okay, also der ist kein Problem. Jetzt hatten wir hier noch... Da ist nochmal ein Manticore. Jetzt hätten wir hier noch irgendwo so eine Dodo-Weibern gehabt. Wo war die jetzt? Waren die jetzt, die Dodo-Weibern? Da! Die würde ich ja gerne nochmal probieren. Stirb, komm. Hä? Ja, ignoriere mich, genau. Okay, die ist ein bisschen gefährlicher, glaube ich. So, einfach schön reinbeißen. Macht aber weniger Schaden als der Manticore. Lass dich beißen, los! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die hat's, glaube ich, schon gleich. Ja, die hat's schon. Leicht verdiente Token. Ich sehe auch gerade, ich muss hier wieder Sachen rausschmeißen. Ich habe einfach schon wieder zu viel drin geladen. Okay, aber ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich schon wieder zurückfliegen. Ich glaube, diese kleine Machtdemonstration war ziemlich imposant. Und das bedeutet jetzt auch, dass wir in der Lage sind, ja, ne, also den Boss eigentlich mal anzugehen, theoretisch. Jetzt habe ich aber, glaube ich, nicht genug Dino-Blut dafür. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Dino-Blut organisieren. Demnächst. Mal kurz gucken, was, ob ich hier irgendwas noch... Ja, wir nehmen mal die Potions, die nehmen wir mal raus. Die Rüstung, die ist nicht so interessant. Terrorbird-Sattel, da haben wir schon einen, glaube ich. Wir nehmen mal das raus. Genau, dann sage ich mal Drop All. Nee. Bist du sicher, dass du alles aus deinem Inventar fallen, wenn du das möchtest? Ja. Ach, kann ich das nur, wenn ich gelandet bin, zufällig? Ich glaube, das geht gar nicht hier, ne? Wenn ich hier so rumfliege. Schauen wir mal nach. Jetzt geht's. Geht echt nur, wenn ich gelandet bin. Alles klar. Ja, gut. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt nehme ich mal die XP-Potions. Die habe ich ja eh im Inventar. Und guck mal, ob ich die jetzt hier einem Poison-Drachen geben kann. Guck mal hier dem zum Beispiel. Weil der hat ja durchaus noch Reserven hier, oder? Dem kann man ja durchaus noch ein bisschen... XP geben, genau. Geben wir dem nochmal mehr Nahkampfschaden. So. Genau. 150 Dino-Blut haben wir jetzt bei der Aktion auch noch bekommen. Nicht schlecht. Packen wir das mal gleich hier in den Kühlschrank. Oh, der Fabricator läuft ja noch. Gleich ausschalten. Rein damit in den Kühlschrank. Genau. Und dann, meine lieben Freunde, schauen wir mal hier rein. Genau, jetzt brauchen wir eigentlich das Material für den Bossfight. Genau, da brauchen wir eigentlich nur Metall. Dino-Blut brauchen wir da aber auch wieder dafür. Aber ich glaube, wir brauchten 150. War das nicht so für den Boss? Muss man mal nachgucken. Huch. Brauchten wir jetzt 150 dafür? Schon wieder alles vergessen. Ich glaube, nee, ich glaube 300 waren es, oder? Huch. Oh nein, die Weibern folgt mir ja noch. Warum folgst du mir denn? Tu doch sowas nicht. Komm, lande mal. Bitte lande. Los. Lande. Verdammt. Ich könnte mal ein bisschen so... Es müsste so einen Befehl geben, wenn man den pfeift, dass alle Flugtiere, die noch irgendwo in der Luft hängen, sich sofort einen Landeplatz suchen. Ja? Das fände ich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Aber gut, jetzt lasse ich die mal da oben hängen. Und flieg mal schnell mit der Wyvern hier rüber zum Boss-Spawner. Kauen wir mal hier schnell den Kano weg. Stirb. Komm, du bist doch ein Alpha-Kano. Genau, tu nicht so, als wenn du stärker bist, als du eigentlich bist. So, jetzt will ich mal gucken. Der Wolf, macht der mir Probleme? Wahrscheinlich, ich mach den mal weg.
Stirb, stirb, stirb. Stirb, jawoll. Eis-Dire-Wolf. Ich will mal schnell gucken, wie viel Dino-Blut habe ich jetzt nochmal gebraucht. Ich brauche für einen Immortal 200. Ja gut, okay, das ist ja nicht so viel. Das kann man ganz schnell machen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survive the Wolf mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok und dann mit einem weiteren Bossfight Eternal Power Wyvern gegen, ja, wahrscheinlich dann den großen Affen nochmal. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.